Hey und herzlich willkommen zu King of Retail, Kumpelsmarkt, Kuma. Wir gehen direkt arbeiten. Wir haben ja nichts mehr zu tun. Dann können wir direkt loslegen, haben wir auch Musik. So, 360 Steuern, ja, Staat, nimm dir, bau mir Straßen dafür, zahle Kindergarten, mach solche tollen Sachen. Und natürlich ÖPNV. Dann haben wir hier einen Router, der fehlt. So, folgendes. Ich wollte hier noch Schuhe bestellen. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft gehabt. Und die Kasse umfärben, die eine. Das war die da, ne? Ich mache mal was ganz Neues. Ich habe mir gerade was überlegt. Erstmal machen wir hier das. Machen wir eine Nuance dunkler. Mal gucken. Nee, das ist nix. Noch nur. Ich sehe nicht mal was. Jetzt aber. Das ist nicht so gut. Das kann ich sagen. Ich hatte gedacht, das ist vielleicht gut, wenn das eine Farbe hat. Aber vielleicht ist die Farbe hier doch ganz dankbar. Aber hier dachte ich gerade, wie wäre es denn, wenn wir hier die ganze Sache. Ich klicke mal ungefähr dahin und jetzt hier so. Das ist aber auch sehr trist. Bleiben wir mal beim Ursprungsplan. Wir sind ja ein bisschen dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob es mir nicht vorher besser gefiel. Eigentlich müssten wir das da auch noch anpassen. Wir könnten hier nochmal tatsächlich das Schaufenster ändern und stellen hier mal einen Computer rein. Ach, jetzt kommen die schon. Oh je, Kunde droht mit Auftrag und ich bin hier gerade dabei, das Schaufenster auszuräumen. So, Elektronik, Computer. Wir stellen die Gelben da rein. So. Ach, da ist jemand an der Kasse. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich bin begeistert. Und hier haben wir Computer stehen, die sehr gut zu unserer Farbe insgesamt passen. Hier hängt auch noch dieses Schild rum. Jo, gut. Ich brauche 4 Paar Schuhe. Und zwar war der Gedanke, dass wir bestellen tun werden. Nämlich Schuhe Sport. Schuhe Sport. Ich finde die ja ganz lustig eigentlich. Ich nehme davon mal welche. Ich nehme erstmal 7 Stück. Ich habe keine Second. Dann vielleicht mal hier. Das sind Herrenschuhe, ne? Darf man nicht vergessen. Die weißen vielleicht. Die anderen sind ja alle fürchterlich, ne? Aber die sind auch billig, oder? Nee. Ich nehme mal die weißen hier. Weiße Schuhe sind ja auch mal gut. Dann würde ich tatsächlich hier die schwarzen nochmal dazu nehmen. Und was gefällt mir noch ganz gut? Noch ein anderes Modell. Die sind ja sehr rosa. Vielleicht hier die orangen. Die finde ich eigentlich noch ganz nice. So, die lassen wir uns mal gerade liefern. Warte mal kurz. Wir machen auch Mindestlager noch mit dazu. So, ist denn noch eine Kasse auf mir? Ist jemand dabei, die Regale aufzuräumen? Ja, wunderbar. Das ist gut. Dann kriegen wir jetzt die Schuhe, die können wir dann da einräumen, sobald der Lieferant da ist. Schlüpf, schlüpf. Da ist er schon. Ja, kauft ihr ruhig was zu trinken. Es gibt nur Wein. Das typische Mittagspausengetränk. Ach, ich wollte die Tür versetzen, ne? Ja, gut, hat noch Zeit. Man könnte auch hier eigentlich die Tür. Ich weiß nicht, ob die es raffen. Ich kann es nicht sagen. Das sollte ja relativ schnell gehen. Es waren jetzt nicht so viele Artikel. Knack, mein Handgelenk. Armer alter Mann. Er
knackt schon laut und morsch. Da haben wir noch die weißen und dann die orangenen. Ach, es wird ganz witzig. Ist ja auch eh egal, ob das Männer- oder Frauenschuhe sind für die Leute. Also, die kaufen beides. Also, Frauen kaufen Männerschuhe. Die sind ja unkompliziert in dieser Stadt. Kann man nicht anders sagen. So Geschlechterpräferenzen oder so haben die eigentlich nicht. So, das wäre dann hier unsere Sportabteilung. Ich würde dann hier den auf den Vierer stellen, also die Reihe. Dann könnte so ein Wechsel rübergehen zu Orange, dann kommt der Schwärzere und dann geht es rüber zum Türkisenen. Ja, so wird das ganz gut. Dann kommen wir hier ausgehend von Dunkelblau, Rot, Dunkelblau und geht es wieder Weiß und dann Orange Richtung, doch, das passt, das passt. So, dann machen wir bei denen hier, 72, 49. Ich nehme mal 10 direkt ins System. Wir brauchen bald neues Lager. Hier machen wir 61, 99 und nehmen auch 10 ins System. Bei dem hier machen wir 84, 49. Und nehmen 10 ins System. Und bei dem hier machen wir 69,99. Und machen den ins System mit 10. So. Das heißt, wir haben hier neue Schuhe. Und mal gucken, ob sie angenommen werden. Wir könnten einen Einführungsrabatt geben. Wir machen hier mal den neu, ne, neu am Markt 5% Sale. So, was haben wir da? Ach ja, Getränke bräuchte ich noch, richtig. Können wir aber auch im laufenden Chef gut noch ergänzen, weil wir ja echt gut umsetzen, ne? Auch mit unseren zwei Kassen tatsächlich nur. Ich hatte gedacht, hier könnte man vielleicht eine dritte hinstellen. Das muss auf die Eck. Vielleicht auch eine andere. Dass man hier gegebenenfalls dann ein bisschen schneller ist. Wir haben jetzt hier dieses Modell, dazu würde vielleicht dieses hier, ich muss mir mal angucken. Sieht ja auch nicht so übel aus, ne? Aber eigentlich schon, weil da ist schon die andere hier, die ist schicker. Und hier diese Bandkasten, die sind eh grässlich hässlich. Und die hat halt den echten Vorteil, dass sie so groß ist. Ich gehe mal mit an die Kasse, weil nur einer da ist. Ist noch jemand vom Lager da, ne? Zwei vom Lager, gut, dann ist Kasse wichtig. Weil, ja. Oh, das war, falls das zu hören war, das war mein Handgelenk. Ah. Alt, gestern neue Kratzbretter für die Katzen an die Wand gebohrt, auf einem Schlagschrauber, weil die jedes Mal ein anderes Format haben. Das ist total seltsam. Du hast immer klein, dann hast du größer, dann hast du noch größer und irgendwie musst du jedes Mal neu bohren. Und irgendwie ist mir das voll auf mein zerstörtes Mausarm. Handgelenk gegangen. Na gut, was erwartest du mit über 40, ne? Und seit 30 Jahren an Mäusen dran. 30 Jahre. 91 habe ich meinen ersten eigenen, ich bin eigentlich länger dran, aber meinen ersten eigenen Amiga 91, 30 Jahre benutze ich jetzt Computer. Alter Schwede. Das ist eine lange Zeit. Kann man ja noch sagen. 30 Jahre Computer. Und es geht eigentlich ganz gut dafür, dass wir 16 Tage aufhammer. Muss man mal sagen an der Stelle. Läuft. Bin gespannt, wie neuen Schuhe angenommen werden. Die Frage ist halt, wir können sie jetzt noch nicht ganz verifizieren, weil eben die 5% drauf sind. Das heißt, wenn es dadurch ein bisschen besser läuft, wobei ich nach meiner Erfahrung eigentlich läuft es erst ab 10% nennenswert besser. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde den Rabatt jetzt auch wieder runternehmen, glaube ich. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit. Sonst habe ich überhaupt nicht genug Schuhe da, nämlich. Die Leute, die jetzt den Rabatt gekriegt haben, die können sich freuen. Ich fülle jetzt noch auf, was ich noch habe. Aber das ist ja hier. Lassen Sie schon aus. 14 Uhr, das geht natürlich nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Es geht halt dann so. Ich mache
würde dann hier auf die Rechner nochmal einen kleinen Rabatt geben. Da hatten wir gesagt, dass wir da eh nur 20% Marge drauf haben. Ich mache jetzt trotzdem mal 11%, das heißt, wir verdienen nur 9%, aber das ist ja mehr, als wir an manch anderen Dingen dann verdienen, immer noch rein monetär gesehen. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag, einfach um allgemein die Kosten zu decken, wenn wir davon mehr verkaufen. Auch wenn wir nur 40 Euro pro Computer kriegen, aber wenn wir mehr verkaufen, sind halt 40 Euro trotzdem eingenommen. Und ich räume schnell aus. Wir haben wir noch jemanden im Lager da? Ja, gut, ich kann dann direkt verräumen gehen. Vor allem die neuen Schuhe hätte ich gerne wieder. Jetzt haben wir ein bisschen mehr auf Lager. Es kann auch sein, dass wir jetzt... Nee, das geht eigentlich noch ganz gut. Sehr schön ist das, sehr schön. Da haben wir noch den Wein. Den Wein und den Wein, da brauchen wir dringend noch ein zweites Getränk. Wir haben jetzt so ein bisschen eine IT- und Schuh-Background. Mit ein paar Jacken als Stütze, da kann man noch ein bisschen Getränke und sowas aufnehmen. Vielleicht irgendwann mal noch Konserven zum Beispiel, finde ich immer ganz lustig. Als Produkt. Weil auch viele Märkte mittlerweile halt so Spezialitäten haben, so Regale, und das sind halt oft so konservenartig Gläser, irgendwas. Frankfurter Senf oder so gibt es dann da, obwohl das eigentlich gar kein Lebensmittelgeschäft ist. So der Gedanke dahinter. Ich würde dann auch erstmal, ich meine, wir können uns ja echt alles im Moment leisten. Ich würde dann erstmal, ist da hinten das Schuhregal eigentlich aufgefüllt? Ja. Ich prüfe gerade erst nochmal die Absatzzahlen, die wir so ermitteln konnten bisher. Da haben wir 3 verkauft, davon haben wir 1 verkauft, davon haben wir 2 verkauft, davon haben wir 8 verkauft. Der hier ist damit wohl zu teuer noch. Machen wir 82,29. Der hier ist offensichtlich noch ein Quäntchen zu teuer. Machen wir mal 60,99. Ungewöhnlicher Preis tatsächlich. Der hier läuft gut mit seinem krummen Preis da. Der hier läuft auch gut mit seinem Preis. Das ist schön. Dann haben wir die ganz gut, glaube ich, eingepreist. Mal gucken, ob sich das jetzt die kleine Preissenkung auf die anderen Produkte noch auswirken wird. Ich wollte hier noch ein Weinregal hinstellen. Wo ist es denn? Ja, da. Und wir nehmen jetzt Alkohol, ne? Also wir nehmen jetzt ein Alkoholregal. Das kommt ja auch auf die Seite neben die Tür, dass vielleicht so das nicht immer dran schlägt. Und dann tun wir hier die Farben schnell anpassen, dann bestellen wir noch was nach. Und dann ist gut. Wir hatten hier, glaube ich, das Orange aktuell drin. Das passt auch ganz gut dazu. Dann brauchen wir 4 Alkohole. 4 Alkohole. Wenn das Plural denn ist. So. Nehmen wir auch eine Sorte nur rein, ne? Das kann schon was ein bisschen Nobleres sein, irgendwie. Das hier wäre der nobelste von allen, davon haben wir aber nur 3 Sorten. Deshalb würde ich jetzt hier die schönen bunten tatsächlich nehmen. Und dann nehmen wir mal den lilanen, den orangenen, den grünen, das war nicht der grüne, und den gelben. So machen wir es. Und ich bestelle mal jeweils 6 erstmal. Ich weiß jetzt noch nicht, was haben wir für eine Uhrzeit, da brauchen wir keine Dings mehr machen. Dann können wir bis morgen warten. Das kommt heute eh nicht mehr rechtzeitig an. Kann man also getrost in die reguläre Bestellung einfließen lassen. Muss dann nur noch eingepflegt werden, aber ein leeres Regal ist ja auch ein guter Reminder, weil ich jetzt hier nach der Aufnahme, also nach der Folge aufhören werde, aufzunehmen erstmal. Aber da habe ich ja hier das Regal als Reminder stehen, das mir sagt, hier muss was rein. Leider kann man das jetzt halt noch nicht einpflegen. Ne? Also ne, nur weil Produkte jetzt irgendwie auf der Bestellliste sind, kann man die noch nicht pflegen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Eigentlich müssten Produkte aus der Bestellung eingepflegt werden. Dann kannst du aber da nur Produkte einpflegen, die auch wirklich vor Ort sind und vorhanden vor allen Dingen. Ja, also auch wenn du es in einem anderen Regal liegen lässt, läuft nicht. Läuft nicht. Ich ziehe für morgen noch den Computertisch nach hier vorne um. Um nochmal hier zu sagen, hier, hier, kauft Computer, kauft Computer. Naja, das ist aber so noch hässlich. Komm nochmal mit ein Stück. Lieber da.
Das ist nicht ganz so sehr im Eingangsbereich. Das ist trotzdem blöd. Wir müssen ein bisschen rüberrücken. Wir müssen offensichtlich rüberrücken. Ja, da werde ich wahrscheinlich hier keinen Blumentopf mehr heute gewinnen. So. 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 Und der kommt dann dorthin. Jetzt ist nicht mehr ganz so gequetsche. Das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir Bestellung am Rechner machen. So. Dann mal schauen. Also wir haben eine E-Mail, sieht man schon am gelben Leuchten, schon bevor man um die Ecke geht. Ja, ich brauche eine Gehaltserhöhung in Bezug auf mein Gehalt. Da gucken wir gleich nochmal auf die Leute und ich zeige euch, warum das nicht wichtig ist. So, Mindestlager, hinzufügen, bestellen, zack. Das heißt, morgen ist alles da, was wir brauchen, bloß die neuen Alkoholiker. Hier sehen wir, dass wir mit dem Till, der Till ist nicht so neu mittlerweile mehr, ne? Und hier mit dem Christopher, glaube ich. Mit dem Christopher und Till sollten wir reden. Christopher und Till sollten wir reden. Der Till, erstmal schauen, der hat eh morgen frei. Das heißt, der könnte natürlich, der ist Kassierer wohl. Den schicken wir für morgen auf Kurs. Und ich glaube, der Christopher hat morgen auch frei. Der müsste hier, ach, der ist im Verkauf. Dem können wir erstmal nicht mehr weiterhelfen. Die beiden sind nicht ganz so zufrieden. Das heißt, mit Christopher müssten wir nochmal reden. Der verdient schon relativ viel. Der war halt jetzt auch ein Top-Verkäufer, das muss man sagen. Und dann würde ich mich mit Christopher nochmal hinsetzen und nochmal das Gehalt verhandeln. Und der verdient jetzt 12,85. Das ist eine trügerische Geschichte. Im schlimmsten Fall geht dir nämlich, wenn du es falsch machst, an der Stelle sogar das Arbeitsverhältnis kaputt. Du musst relativ großzügig sein. Sonst klappt es einfach nicht. Er ist jetzt schon nicht glücklich. Guck mal, der hat gerade eine Gehaltserhöhung von 4,50 € die Stunde gekriegt und ist nicht zufrieden. Er hat es angenommen, aber er war jetzt nicht happy darüber. Diese Gehaltsverhandlungen sind tatsächlich relativ schwierig. Muss man sehr genau überlegen, ob man sie führt. Und das sollte man also wirklich immer erst tun, wenn man hier Anzeichen erkennt. Ne? Wenn Elizabeth jammert oder Dustin, egal, dem geht's gut, der hat nichts. Den Till, den haben wir, glaube ich, eben erhöht und jetzt haben wir noch den Christopher. Oder haben wir den Christopher erhöht? Wir haben den Christopher erhöht, dann müssen wir mit Till noch reden. Der Till kriegt 8,09 € die Stunde. Er kriegt jetzt praktisch die Hälfte vom Christopher. Da bin ich völlig schmerzfrei. Er ist so noch, ja, er ist jetzt auf Kurs und dann entwickelt er sich in die Richtung. Er ist auf einem guten Weg. Das kann man unterstützen monetär. Der soll sich weniger Sorgen machen müssen, ne? Weil dann wird er noch besser und dann kann man, also gerade auch bei seinem Gehalt, was er bisher hat, da kann ich nach oben gehen, was soll es? Ne? Damit habe ich da gewinne ich vielleicht einen glücklichen Mitarbeiter mit. Ich gehe jetzt mal hier an den oberen Rand, weil ins Grüne, ne? Machen wir mal 13,94 € die Stunde. Da sind auch 5 € drauf, letztendlich. Und den habe ich erwischt. Ne? Das konnte ich mir jetzt auch leisten. Ich bin immer noch 4 € unter dem anderen, muss ich ja zusagen, deshalb kann ich mir das bei dem leisten. Den habe ich glücklich machen können jetzt. Das heißt, der ist ab jetzt motivierter. Und das ist gut für uns. Ja? Siehst, Stimmung und Optimismus sind aktuell niedrig. Das wird sich jetzt wieder geben. Wir haben ja übrigens noch einzelne Kategorie-Wissensgeschichten. Das heißt, der kennt sich zum Beispiel super mit Oberbekleidung und Schuhen aus. Ne? Mit Computern auch, aber mit Mobilgeräten gar nicht. Und Hosen hat er keine. Es scheint ein ITler zu sein. Obwohl er bei uns an der Kasse steht, scheint es ein ITler zu sein, er kennt sich mit Hosen nicht aus, er weiß nicht, wie man sie anzieht. Dann haben wir hier noch einen Punkt vergeben, das heißt, für die Renommee-Steigerung muss sie auf Kurs. Und die Elizabeth, die kriegt von mir noch ein Sonderangebot reingedrückt, also Fähigkeit. So, das ist doch sehr schön, sehr schön. Haben wir noch Werbung am Laufen? Ich glaube, das sind alle drei noch da. Der Laden ist ein bisschen ausgebaut, auch wenn ich nicht 100% glücklich bin. Wir werden das alles nochmal angehen. Ich weiß nicht, die Farben machen mir zu schaffen. Hatte ich noch nie. Erstmal hier das Spiel in den Ordner. Es ist hier in dem Ordner, falls du suchst. Gut. Ich sage für, also dir, du der Zuschauer, die Zuschauerin, der Einzige. Ich sage vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ja, mir macht es Spaß. Leider ja offensichtlich den
der Zuschauerschaft als solches nicht so sehr, weil es kein Minecraft ist. Und wenn es nicht Minecraft ist, dann ist es nicht Kumpel oder ich weiß es nicht. So ist es halt, da muss ich mit leben, aber ich mache ja das hier auch, damit ich Spaß habe. Anders kann es nicht funktionieren. Habt eine gute Zeit. Ciao.